Was erreicht man in 24 Tagen ohne FIFA Points auf einem neuen Account in FIFA 23? Tag 3. Willkommen zurück zum nächsten Adventskalender-Türchen, Männer. Wir gehen heute wieder rein und müssen heute wieder einiges erledigen. Ich habe aus der letzten Episode noch ein paar Ziele abgeschlossen. Deswegen haben wir hier zum Start das ein oder andere Pack. Ansonsten ist bei mir heute Mittwoch. Das heißt, Donnerstag bedeutet Division Rival Rewards. Das heißt, ich muss noch richtig viel Rivals ölen, um da ein paar einigermaßen gute Rewards abzuholen. Außerdem brauchen wir noch die ganzen Foot Champions Punkte, um uns noch direkt für dieses Wochenende für die Weekend League zu qualifizieren. Das wird auf jeden Fall absolut wild. Ich werde in diesem Adventskalender so viel zocken wie noch nie wahrscheinlich. Es wird unglaublich. Ich muss ja auch die ganzen Token erspielen. EA hat es mittlerweile begrenzt, also das wird auf jeden Fall auch ein Riesenspaß. Aber wir packen das, Männer. Wir packen das. Ansonsten will ich heute auch die erste fortgeschrittene SBC abschließen, weil unser Team ist aktuell natürlich ganz okay. Ein 10k Starter Bundesliga Team, falls ihr es gestern verpasst habt. Aber zur Weekend League würde ich dann doch ganz gerne mit einem etwas besseren Team spielen. Ich will nie alle Coins ausgeben, um immer ein bisschen flüssig zu sein, weil es natürlich auch immer geile SBCs gibt. Ich finde es zum Beispiel auch unfassbar verlockend, den Jahresrückblick Player Pick zu machen. Ich habe mittlerweile auch ein paar Untrade-Karten, aber ich glaube, wir warten mal lieber noch damit. Wir werden aber im Laufe des Adventskalenders unfassbar viele Futter-Packs abschließen. Ich denke, das ist wirklich das Beste. Wir holen uns 4 20x84 Plus Packs und das 20x82 Plus Pack. Aber jetzt gehen wir hier erstmal rein in die fortgeschrittenen SBCs und am besten machen wir da eine SBC mit einem 100k Pack. Jungs, ich will heute Packluck sehen. Ich will heute was sehen. Wir machen die Hybrid Ligen, bekommen ein Premium Goldspieler Pack, ein seltenes Gold Pack, ein Prime Goldspieler Pack, ein 50k Pack und ein 100k Pack und da gehen wir rein. Let's go. So, die erste SBC ist abgeschlossen. 4000 Münzen haben wir dafür bezahlt. Das sind die Karten, die ich gekauft habe. Easy peasy. Geben wir ab den Lachs Premium Goldspieler Pack. Ich habe jetzt schon wieder richtig Bock auf die Packs. SBC Nummer 2 ist abgeschlossen. 5700 Münzen mussten wir für die Kollegen abgeben. Zeige ich euch hier auch nochmal ganz kurz die ganzen Namen und so weiter, falls ihr die nachkaufen möchtet. Und dann geben wir das Ding ab für ein 25k Pack. Nächste SBC ist abgeschlossen. Ich glaube, so um die 7000 Münzen haben wir dieses Mal bezahlt. Ich hatte 3 Karten im Verein dafür und das passt. Adama Traoré musste ich umwandeln. Aber die Positionsmodifikatoren bekommt man ja sowieso durch die SBC quasi kostenlos. Und dafür bekommen wir ein 45k Pack. Junge, Junge, habe ich gleich wieder Bock. Und auch die letzte SBC ist abgeschlossen. Um die 8.000 bis 9.000 Münzen musste man dafür ausgeben. Deutlich weniger als zum Start von FIFA. Da hat der Kollege zum Beispiel 5.000 Münzen oder so gekostet. Mittlerweile sind die eigentlich mehr oder weniger bei Abstoßpreis. Also sehr, sehr nice, zum jetzigen Zeitpunkt die SBCs zu machen, weil die kosten alle gefühlt gar nichts und dafür bekommen wir wirklich eine Menge Packs. Und auch wenn die Untrade sind, wir können die mit Sicherheit in irgendwelche heftigen SBCs ballern, weil EA aktuell gefühlt jeden Tag eine neue krasse SBC raushaut und mit dem ganzen Futter, glaubt mir, da wird am Ende von 24 Tagen ein unfassbar gutes Team zusammenkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt geht's erstmal rein in ein saftiges Pack-Opening. Ich liebe es. Und das schlechteste Pack davon ist einfach ein Premium-Goldspieler-Pack. Da gehen wir direkt rein. Ich liebe eigentlich Premium-Goldspieler-Packs. Wird's? Oh mein Gott, bitte. Ah, okay, Mitrovic. Da so ein Mbappé auf Trocken wäre natürlich cool gewesen. Ich beschwere mich aber nicht. Wir haben eine Road to World Cup Karte gezogen. Das ist doch schon mal sehr, sehr geil. Überragend. Ich nehme das Video übrigens am Mittwoch auf. Ich muss immer so ein paar Tage vor Upload aufnehmen, damit meine Cutter genug Zeit haben und damit ich auch hier irgendwie zurechtkomme. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Dahinter noch ein Gosens. Aber das ist sehr, sehr geil. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht unbedingt spielen, weil er jetzt nicht so beweglich aussieht. Aber es ist auch wieder ein Walkout, den wir theoretisch abgeben können. Dann machen wir weiter mit einem seltenen Goldpack. 81 plus. Ich habe es heute im Gefühl, wir werden lacken ohne Ende. Das ist der nächste Walkout. Deutschland. ZM Thomas Müller, 87er Thomas Abi. Das ist nicht der erste Walkout, wollte ich gerade sagen. Der erste Walkout war, ey, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, aber die Packs scheinen unfassbar gut zu gönnen. Kostic 85. Ey, wir haben jetzt schon so viel Futter für irgendwelche krassen SBCs. Oh mein Gott. Prime Goldspieler Pack und da ziehen wir nicht mal ein Brett. Es ist der Klassiker. Gosens wieder am Start. 82er Gosens, den müssen wir dann leider abgeben. Aber ist nicht so schlimm. So viel würde der jetzt auch nicht kosten. Und dann geht's rein ins 50 und 100k Pack. Okay, let's go. Wir gehen rein. 50k Pack, der nächste Walkout. Das ist unfassbar. Deutschland. Hüter. Kevin Trapp. Schade, dass es nicht Ter Stegen oder Neuer gewesen ist. Aber 86er Kevin Trapp. 3 Walkouts aus 4 Packs ist unfassbar stark. Ohne Spaß. Saint-Maximin könnten wir theoretisch zocken. Ist eine sehr, sehr geile Karte. Sollte aber mittlerweile auch gefühlt nichts mehr kosten. Okay, der kostet
Der kostet sogar noch so 3.000, also ist okay, dann nehme ich mit. Und jetzt schreiben wir hier zusammen Geschichte. In der dritten Episode von 24 Tagen in FIFA 23 ziehen wir einen World Cup Icon 3-2-1, let's go. Es ist ein Walkout. Und damit bin ich zufrieden. Bitte Mané. Ah, schade. Sadio Mané wäre übel geil gewesen. Und vielleicht haben wir sogar noch was dahinter. Nicht wirklich leider. Also ratingtechnisch lässt es danach auf jeden Fall zu wünschen übrig. Aber wir bekommen auch einige Rare-Karten. Die können wir dann früher oder später auch für irgendwelche Packs recyceln oder so. Und natürlich checken wir auch täglich das Vorschau-Pack ab. Man weiß ja nie, Jungs. Es ist ein Brett. Wenn es ein 85er ist, könnte man sich's holen. Linksverteidiger. Oh, die Alba, Digga. Wie kann man so lacken, Alter? Das holen wir uns auf jeden Fall. Kurz auf Footbin abgecheckt. Der Mann kostet 10.000 Münzen. Es ist wirklich frech. Das kaufen wir uns für 7.500 Münzen. Und den Jordi Alba werde ich dann direkt verkaufen für 10.000. Dann machen wir einen kleinen Gewinn damit und können gleich noch ein Vorschau-Pack ziehen. Super geile Sache. Let's go. So, rein ins nächste Vorschau-Pack. Wenn da wieder was rauskommt, dann gehe ich hier wirklich alles verkaufen. Alles klar, das wird nichts. Dann kümmern wir uns jetzt wieder um Division Rivals. Um die World Cup Swaps werde ich mich übrigens erst nächste Woche kümmern, weil dann ist auch das vierte Ding raus und dann kann ich die ganzen Dinger miteinander verbinden und außerdem muss ich diese Woche unfassbar viel zocken. Division Rivals, Weekend League Quali, Weekend League. Dann können wir das nächste Woche angehen. So, Jungs, wir machen weiter mit Division Rivals. Wir sind in Liga 9 und haben sage und schreibe, lass mich kurz nachschauen, 75 von 1250 Qualifikationspunkten. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Weile schwitzen. Mit meinem Bundesliga-Starter-Team bin ich allerdings noch absolut zufrieden. Damit werden wir auf jeden Fall noch die ein oder andere Division hochklettern können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es lässt sich absolut nice zocken und wir müssen jetzt wirklich viel zocken, deswegen gehen wir rein. Let's go. So, Gegner Nummer 1 hat ein unglaublich gutes Team in Division 9. Malen macht er super. Adeyemi 1-0. Boah, was ist das? Joa, stabile Halbzeit-Stats. Digga, es ist unfassbar. Guckt euch diese Statistik an, es ist zu krass. Ich glaube, es wird doch nicht so einfach mit dem Bundesliga-Team zu rasieren. Jungs, das war's komplett. Wir verlieren hier in der Liga 9, aber wie unverdient, Mann. Ja, oh mein Gott, Alter, es ist unspielbar mit diesen Typen. Alles klar, ich glaube, das wird ein schwieriger und langer, vor allem langer Weg. Aber ganz ehrlich, der Gegner hat auch so ein gutes Team in Division 9. Was war das denn? So, Amtshandlung Nummer 1, der gute Flecken, der wird wieder verkauft. Der war nämlich gar nicht gut. Und wir stellen ins Tor Kevin Trapp. Den haben wir ja gezogen eben. Der lässt sich safe besser zocken. Wir brauchen ganz viele Punkte. Das wird so böse, wirklich. Jetzt bin ich gespannt. Spiel Nummer 2. Ey, Bro, als ob's in Liga 9 mit solchen Schwitzern losgeht. Ja, let's go. Okay, der Gegner ist lost. Ja, es geht doch, es geht doch. Schön. Let's go. Damit gewinnen wir das Spiel am Ende 7-0. Ich sag's euch, Jungs, das wird so unfassbar lange dauern. Kein Gegner quittet. Keiner. Es kann 10-0, es kann 20-0 stehen. Die Leute zocken das durch bis zur letzten Sekunde. Es wird ein Traum. Aber hilft alles nichts. Wir gehen rein ins nächste Game. Das sieht aber auch deutlich schlechter aus, das Team vom Gegner. Stark. Direkt vom Kickoff. Let's go. Ah, es geht doch. Da ist endlich mal ein Rage Quit. Den nehme ich mit Kusshand. Weiter, immer weiter. Nächster Gegner sieht auch absolut machbar aus. Und da wieder direkt vom Kickoff 1-0. So nicht anders. Also ich habe keine Ahnung, was mit der einen Niederlage da los war. Aber der Gegner war echt nicht schlecht. Hat ein sehr, sehr gutes Team. Keine Ahnung, was das für ein Typ war. Aber mit dem Team sollten wir eigentlich echt die ganzen Punkte sammeln können. Ja, wichtig. Ich sehe hier wirklich alles. Ich habe hier gerade wieder alles gesehen. Der Typ hat nicht ein... Ich pack das nicht. Ich pack das Gameplay gar nicht. Ich kann nicht mehr. Ja, oh mein Gott, Alter. Ja, vamos. Da ist der nächste Sieg. Es ist
anstrengend. Es ist anstrengend. Wir machen weiter, Jungs. Wir machen weiter. Wir geben nicht auf. Wir gehen rein ins Entscheidungsspiel um Division 8. Ey, die Leute haben so viele World Cup-Karten. Das ist krass. Adeyemi trifft wirklich das leere Scheunentor dich. Ja, es geht doch. Wir müssen mit dem Team den Ball gefühlt ins Tor tragen. Keiner von den Typen kann schießen. Das ist wild. Ja, let's go, Adeyemi mit dem schwachen Fuß. Gegner meldet die Pause an. So will ich das sehen. Ein entspanntes, schnelles 2-0. So kommen wir auf jeden Fall schneller durch. Und ich muss hier noch unfassbar viel zocken. Aber wir sind schon mal in Division 8. Und ich würde sagen, ich zocke jetzt einfach den ganzen Tag weiter. Und dann sehen wir uns heute Abend nochmal wieder. Bei mir ist jetzt 11 Uhr morgens. Wir sehen uns dann nochmal so um 18 Uhr. Bis gleich, Männer. Ich ziehe durch mit Division Rivals. Es wird ein Traum. So, Jungs, hier bin ich wieder. Es ist abends 19.40 Uhr. Ich habe den halben Tag durchgezockt. Und ihr seht hier, ich bin mittlerweile in Division 5 und uns fehlen, glaube ich, nur noch 50 Punkte oder so. Ja, 50 Punkte bis zur Qualifikation. Wir werden deswegen zum Abschluss der Folge jetzt gleich noch ein Division Rival Game machen. Ich habe das Team nicht geändert und ja, wie es aussieht, habe ich nochmal ein Spiel verloren, aber ansonsten habe ich alles gewonnen. Also es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Es lief sehr, sehr gut. Hier seht ihr die ganzen Stats von den Spielern. 25 Spiele, die meisten. Adeyemi, oh mein Gott, 36 Tore, 36 Vorlagen. Also der Mann geht definitiv ab und ich habe dadurch auch richtig viele Ziele nochmal freigeschaltet. Die Packs werden wir gleich am Ende der Episode nochmal alle durchheizen. Aber jetzt probieren wir uns nochmal an einem letzten Division Rivals Game und dann hoffe ich, dass das dann die Qualifikation ist. Wenn wir es nicht packen, dann ist es das spätestens morgen zu den Rivals Rewards. So, Division 5, das ist unser Gegner, gegen den wir jetzt hoffentlich gewinnen mit einem roten Dembele. Wird jetzt kein Selbstläufer. Mal kurz, das war ein sehr, sehr schönes Tor. Bellarabi 1-0, wichtig. Boah, was ein Brett, Junge, von Bellarabi. Ich glaube, mit dem zockt auch kein Mensch der Welt. Aber ohne Witz, der geht auch gut ab. 2-0, wichtig. Malen, malen. Nach Zahlen 3-0. Ich wollte gerade sagen, Gegner, meld doch einfach die Pause an. Wir wollen jetzt nämlich in die Packs reingehen. Damit haben wir es geschafft an Tag 3. Weekend League Qualifikation ist im vollen Gange, sage ich jetzt einmal mal so. Werden wir vielleicht morgen oder vielleicht in der übernächsten Episode zocken, muss ich mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal rein. Sehen wir hier, Champions Playoffs erreicht. Die Weekend League Quali werde ich auch safe packen. Aber dafür werden wir uns dann erstmal ein neues Team bauen, weil wir haben ja noch 76.000 Münzen. Und ich hole jetzt hier erstmal alle Ziele ab. Und dann knallen wir zum Abschluss der Episode noch ein paar Packs. Ey Jungs, unter anderem bekommen wir sogar gleich nochmal ein 50k Pack. Da habe ich doch richtig Bock drauf. Oh ja, im 2 seltene Goldspieler Pack, ein Brett. Lass mal's. Und jetzt geht's hier rein in die Dinger. 50k Pack, 82 Plus Pack und 2 25k Packs. Die 25k Packs bekommt man, wenn man in der Black Friday Woche einfach gezockt hat. Also ja, das erste Pack war schon mal überragend. Zweites Premium-Goldspieler-Pack bringt wenigstens einen 83-Pluser. Romero. Haben wir den nicht schon? Nee, haben wir zum Glück noch nicht. Dann würde ich sagen, öffnen wir das 82-Plus-Pack. Das wird immerhin 83er. Brasilien, Mittelstürmer, Bobby. Und dann beenden wir die Folge mit dem nächsten 50k-Pack. Komm schon, nochmal ein Walkout. Wäre eine 10 von 10. Das wird der Walkout. Deutschland, ZOM. Thomas Müller, alles klar. Wir müssen wohl irgendwas mit dem machen, weil den haben wir ja bereits an Trade gezogen. Oder ich stoße ihn ab und hole ihn dann die Tage wieder. Schwierig. Phil Foden ist auch noch dabei. Also da müssen wir uns definitiv was überlegen für die nächste Folge. Morgen gibt es dann die Division Rival Rewards und noch ein paar andere Packs. Und dann würde ich sagen, Jungs, das soll es von der Episode gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Dann sehen wir uns morgen zum nächsten Türchen wieder. Was dann gut, haut rein und ciao.